Heute habe ich einen ganz schnellen DIY-IKEA-Hack für dich. Naja, je nachdem, wie viel Zeit du in der Dekoabteilung beim IKEA verbringst, mehr oder weniger schnell. Du brauchst diesen schwarzen Lampenschirm und eine Zylindervase. Danach war ich noch kurz im Baumarkt und habe mir einen schwarzen Sprühlack gekauft, passend zum Lampenschirm. Zurück im Studio wird erstmal alles ausgepackt. Für diesen Hack brauchst du nur die größte Vase aus dem Dreier-Set. Mit den anderen beiden Vasen habe ich übrigens noch einen anderen Hack gezeigt. Und dann sprühen wir die Vase einfach mal mit dem schwarzen Sprühlack rundherum an. Während es trocknet, und es trocknet verdammt schnell, befreie ich den Lampenschirm schon mal vom Etikett. Dann musst du die Vase nur noch in die Öffnung oben hineinstellen und fertig ist deine außergewöhnliche Deko. Ich stelle gleich mal ein paar Trockenblumen hinein und ich finde, es passt wirklich super zu meinem Leopardengemälde.